Hallo zusammen! Im heutigen Video geht es um Tiere, die in einer Notsituation stecken und die Menschen um Hilfe bitten. Dieses kleine Rehkitz steckt hoffnungslos im Schlamm fest. Die Situation ist katastrophal, doch zum Glück kommt plötzlich ein Mensch zur Hilfe. Achtet mal auf die Feinfühligkeit, wie der Arbeiter den Bagger punktgenau bedienen kann. Ich glaube sogar, ich kenne diesen Mann. Er scheint überall dort aufzutauchen, wo ein Tier in einer brenzligen Situation ist und gerettet werden muss. Genau wie in diesem Video, wo der Bagger eingesetzt wird, um einen Bären zu retten. Das sind nicht die einzigen Fälle, in denen Menschen einem Tier zur Hilfe kommen. Denn es gibt auch Situationen, in denen die Tiere zu den Menschen kommen, um sie nach Hilfe zu fragen. Genau das ist auch hier passiert, als sich ein Hai in einem Fischernetz verheddert hat. Der Hai kam so nah an das Boot der Menschen heran, dass er offensichtlich jemanden gesucht hat, der ihm vielleicht helfen würde. Der Hai wartete sogar geduldig auf einen Menschen, bis er ihn befreien konnte. Sobald der Hai seine Freiheit zurückerlangt hat, wedelte er dem Menschen mit seinem Schwanz zu, als er wegschwamm, wahrscheinlich um sich zu bedanken. Dieser arme Hai hat ein 30 cm langes Messer im Kopf stecken und sucht Hilfe bei einem Tauchlehrer. Man kann sehen, wie der Hai sich dreht und direkt vor dem Tauchlehrer positioniert, als ob er ihn um Hilfe bitten würde. Die Ironie in dieser Situation ist, dass der Ammenhai von einem Menschen verletzt wurde. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie er sich mit einem Messer eine solche Verletzung zuziehen kann. Zum Glück gelang es dem Taucher, die Klinge aus dem Kopf des Hais zu ziehen. Er konnte ihn später sogar noch einmal sehen und konnte erfahren, dass der Hai sich vollständig erholt hatte. Vielleicht kam der Hai auch an dieselbe Stelle zurück, um sich bei seinem Retter zu bedanken. Dieser winzige Punkt, den ihr sehen könnt, wie er sich dem Boot nähert, ist ein Eichhörnchen. Es hat wahrscheinlich versucht, vor einem Raubtier zu entkommen. Und genau wie der Hai sucht dieses Eichhörnchen Hilfe bei den Menschen. Seht euch nur an, wie verzweifelt es versucht, in das Boot zu gelangen. Fast so, als wüsste es genau, dass die Menschen ihm nichts antun werden. Nass, aber dennoch liebenswert, zeigt dieses kleine Wesen keinen Widerstand, als der Fischer ihn aufhebt. Das Eichhörnchen winkt zum Abschied sogar noch einmal mit dem Schwanz, vermutlich als Dankeschön. Auch große Raubtiere kommen manchmal auf Menschen zu und bitten diese um Hilfe, genau wie dieser Wolf mit einer klaffenden Wunde an seinem Kopf. Normalerweise würde er Menschen meiden, aber jetzt, einsam, schwach und hungrig, kann er nicht mehr alleine nach Nahrung jagen. Wölfe können ihre Beute aufgrund ihres hochentwickelten Geruchssinns auf fast 3 Kilometer Entfernung wahrnehmen. Und dieser Wolf hat den Geruch erkannt eines frisch gebackenen Brötchens, was in der Tasche dieser Frau war. Diese schiere Entschlossenheit, die der Wolf an den Tag legt, als er den Wald verlässt und sich der Frau nähert. Ein solches Ereignis ist ebenso bewegend wie schockierend. Der Wolf nimmt dem Menschen das Essen ab, vorsichtig und wiederholt darauf bedacht, seinen unerwarteten Verbündeten nicht zu verletzen. Das kann auf keinen Fall ein Zufall sein. Es zeichnet uns ein Bild von dem Denkprozess des Tieres. Die erste Beobachtung: Der Mensch verhält sich nicht aggressiv. Daraus die Schlussfolgerung: Ich könnte diesem Menschen vertrauen. Und sogar bis zu einer Risikoabschätzung. Ich würde den Kontakt lieber meiden, aber ich habe jetzt keine andere Wahl, als Hilfe zu suchen. Die Fähigkeit, die Situation auf diese Weise zu bewerten, zeigt einfach, dass Wölfe das Potenzial haben, rational zu denken. Und wie wäre es mit diesem Pottwal? Er signalisiert einem Taucher deutlich, dass er Hilfe braucht und ist mehr als entgegenkommend, während der Mensch versucht, einen Angelhaken zu entfernen, der im Maul des Wales steckt. Einfach erstaunlich, dieses unglaubliche Filmmaterial, oder? Es stellt sich heraus, dass sogar Tiere im Notfall zu einem Zahnarzt gehen müssen und genauso gut wie wir Menschen sagen können. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Tiere nicht nur intelligent sind, sondern auch die Fähigkeit haben, sich einzufühlen. Selbst nachdem dem Pottwal geholfen wurde, hatte es nicht eilig zu verschwinden. Vielmehr möchte er seine Dankbarkeit gegenüber dem Taucher zum Ausdruck bringen, der den Wal wie einen kleinen Welpen streichelt. Schaut euch mal an, wie dieser Meeresbewohner auf den Taucher sich zubewegt, als wären sie beste Freunde. Man kann fast hören, wie die Schildkröte zu ihm sagt: Hey Kumpel, ich habe eine Muschel in meinem Rücken stecken. Könntest du mir einen Gefallen tun und sie entfernen? Und sein Freund der Mensch ist nur zu gerne bereit, dem nachzukommen. Kommunikation ist der Schlüssel und vergesst bloß nicht die Dankbarkeit. Die Art und Weise, wie die Schildkröte ihren Kopf neigt, ist definitiv die Art der Schildkröte, Danke zu sagen. Der Macher dieses Videos interagierte über ein Jahr lang mit einem Fuchs, indem er ihn fütterte. Doch eines Tages weigerte sich der Fuchs zu fressen. Stattdessen schnappte er sich das Futter und signalisierte dem Menschen, ihm zu folgen. Der Fuchs hatte eindeutig einen Plan. Seht nur, wie er immer wieder anhält, um zu prüfen, ob der Mensch ihm noch folgt. Und was finden wir am Zielort?
Es stellte sich heraus, dass dieser Fuchs vor kurzem Mutter geworden war und den Menschen zu seinen Babys brachte. Den Menschen zu seinem Wohnraum zu führen, war ein genialer Schachzug. Denn jetzt kann der Fuchs bleiben, um seine Jungen zu beschützen, und der Mensch kann ihm gerne das Futter vorbeibringen. Dieser Fuchs ist jedoch viel unabhängiger. Er hat eindeutig nicht vor, um Hilfe zu bitten. Stattdessen versucht der Fuchs, an die Futtervorräte der Fischer zu gelangen. Erstaunlicherweise rennt er nicht weg, als der Besitzer der Tasche auftaucht. Er wartet einfach geduldig ab. Und siehe da! Der Fuchs bedient sich nicht nur an dem Futter, er nimmt sogar das Essen direkt aus der Hand des Menschen. Ein solches Verhalten lässt sich nur damit erklären, dass die Jagd auf Mäuse schwieriger ist, wenn der Boden zugefroren ist. Dieses schöne Tier muss sehr hungrig sein. Im vorherigen Video sahen wir einen Fuchs, der hochwertiges Fleisch fraß. Doch dieser hier ist glücklich, wenn er eine Wurst mampfen darf. Wer weiß, vielleicht ist es auch das Lieblingsessen der Füchse. Herr Ober, eine Portion von auch was immer Sie haben. Manchmal fangen Angler auch etwas viel Größeres als Fische. Diese drei Bärenjungen wollten den Fluss überqueren und wurden leider von ihrer Mutter getrennt und waren in Gefahr zu ertrinken. Doch Menschen zur Rettung! Jetzt muss die Bärenmama nur noch ihre Jungen dort abholen, wo die Fischer sie freigelassen haben. Dieser arme Seeadler näherte sich den Menschen, weil er zu krank war, um zu fliegen. Anfangs fühlte er sich unwohl und schämte sich, so dass er nicht mal den Fisch annehmen wollte, welchen ihm die Menschen angeboten haben. Doch zum Glück besserte sich die Situation und der Appetit des Vogels kam zurück. Er ließ sich sogar von den Menschen den Kopf streicheln. Das geschah natürlich nicht über Nacht. Die vollständige Genesung dauerte einen ganzen Monat. Und die ganze Zeit über kümmerten sich die Menschen um den Vogel, auch wenn das nicht ganz ungefährlich war. Wusstet ihr, dass der Schnabel eines Seeadlers eine kugelsichere Weste durchdringen kann? Ganz zu schweigen von den mächtigen Krallen. Das ist auch der Grund, warum der Mann in diesem Video seine Hand vor dem Adler schützen muss. Allerdings hatte sein Rücken nicht genügend Schutz und das wird definitiv seine Spuren hinterlassen. Die Krallen des Seeadlers werden automatisch ausgefahren, sobald er auf irgendeiner Oberfläche landet. Sei es ein Ast oder der Arm eines Retters. Aber versteht das nicht falsch, der Vogel benutzt den Schnabel oder die Krallen nicht, um den Menschen absichtlich zu verletzen. Dieser Seeadler ist seinem Freund ganz sicher dankbar. Dieses Video, in dem ein Mensch einen Hund vor dem Ertrinken in einem eisigen Fluss rettet, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Menschen selbstlos sind, wenn es um ihre tierischen Freunde geht. Diese Tiere haben sonst niemanden, auf den sie sich verlassen könnten. Hört euch einfach nur diese Hilferufe an. Zum Glück haben sich die Rufe nach Hilfe ausgezahlt und der Hund ist wieder wohlauf. Auch dieser Hund weigerte sich, seiner misslichen Lage nachzugeben. Er rief stundenlang um Hilfe, bis er gehört wurde. Aber nachdem er so lange im kalten Wasser war, konnte der Hund seine Beine nicht mehr bewegen und hatte aufgrund der Unterkühlung Probleme beim Atmen. Zum Glück hat diese Geschichte ein glückliches Ende. Nachdem der Hund gerettet wurde und sich erholen konnte, bekam er einen neuen Namen sowie ein neues Zuhause und viele neue Freunde. Doch eins hat sich nicht geändert und ist gleich geblieben. Charlies freundliches Herz und seine Fähigkeit zur Empathie. Jedes Mal, wenn er seine Retter sieht, kann er sich vor Freude nicht mehr zurückhalten. Wie rührend ist das denn bitte? Und wir sind uns ziemlich sicher, dass die hilfsbereiten Menschen genauso glücklich sind, wenn sie Charlie sehen. Manchmal sind Tiere aber auch zu schwach, um Hilfe zu bitten. Zum Glück sind die Menschen gerne bereit, ihnen auch unaufgefordert zu helfen. Dieses arme kleine Kätzchen hat seine Mutter verloren und wäre fast verhungert. Doch zum Glück bemerkten die Menschen das junge Kätzchen, das vor lauter Hunger sogar Gras am Essen war. Sie kümmerten sich um das Kätzchen gut, doch als es heranwuchs, gab es eine große Überraschung. Es war eine geschützte Wildkatze. Okay, das ist eine Ziege, die sich mit ihren Hörnern in einem Stromkabel verheddert hat. Das Filmmaterial ist einfach herzzerreißend. Die Ziege klammert sich an die Leiter und weiß, dass ihr Leben davon abhängt. Das Rettungsteam befreit die Ziege und doch bleibt sie in der Nähe und schaut immer wieder zu ihren Rettern zurück, als ob sie sich bedanken würde. Wie auch immer sie das geschafft hat. Noch wichtiger ist aber, dass wir uns immer daran erinnern, dass nur wenige dieser Probleme von der Natur aus selbst verursacht wurden. In den meisten Fällen, wenn Tiere in Gefahr sind, ist das auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.
Jedes Jahr sterben Hunderttausende von Meeresbewohnern und Millionen von Wasservögeln, die durch Plastik verletzt werden. Das Mindeste, was wir hier tun können, ist, unsere Abfälle dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Und zwar in die Mülltonne. Das war's auch schon. Welche dieser Tierrettungen hat dir am besten gefallen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.